Bonsoir et bienvenue dans Guten Abend und willkommen zu einer Sonderausgabe von 28 Minuten. Diese Sonderausgabe ist dem Attentat in Nizza gewidmet, das den jüngsten Zahlen zufolge 84 Menschen das Leben gekostet hat. 202 Verletzte sind dabei und 50 Menschen schweben immer noch in Lebensgefahr. Viele ausländische Staaten und Oberhäupter haben ihre Solidarität und ihr Mitgefühl geäußert. Heute Abend werden wir versuchen, darüber hinauszugehen und die Wurzeln und die Konsequenzen dieser Tragödie zu beleuchten. Wir werden uns erstmal fragen, warum Frankreich eine Art privilegiertes Ziel ist für den Terrorismus. Bereits seit 4 Jahren sind wir immer wieder Zielscheibe von terroristischen Attentaten gewesen. Und François Hollande hat auch gesagt, dass wir uns weiterhin darauf einstellen müssen, dass weitere Attentate stattfinden werden. Wir werden uns das also anschauen und wir werden uns auch fragen, wie effizient die militärischen Aktionen im Ausland sind, im Irak zum Beispiel, um den Islamischen Staat zu bekämpfen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Askolovic, Olivia auch. Vielen Dank an die 4 Gäste, dass Sie teilnehmen an dieser Sonderausgabe. Erstmal Bruno Tertrais, Sie sind leitender Forscher bei der Stiftung für strategische Forschung. Sie sagen, dass Frankreich nicht nur das Ziel ist für das, was es ist, sondern das, was sie auch tut, was sie unternimmt, militärische Aktionen außerhalb von Frankreich. Und deswegen ist Frankreich auch eine Zielscheibe. Danach möchte ich jetzt auch hier Pierre Conesat begrüßen, ehemaliger hoher Funktionär im Verteidigungsministerium. Sie sagen, dass Frankreich eine strategische Entscheidung getroffen hat mit seinen militärischen Aktionen außerhalb Frankreichs und deswegen auch eine Zielscheibe ist. Deswegen, jetzt möchte ich auch Bruno Tertrais begrüßen. Sie sind Forschungsleiter und Jean-Pierre Prochon, ehemaliger Leiter der Nachrichtendienste Frankreichs. Sie sagen, dass man das Nachrichtendienstliche überdenken muss. Und dann möchte ich auch Herrn Eliamine Setoul begrüßen. Sie sind Soziologe im Strategischen Forschungsinstitut der Militärakademie. Sie unterstreichen, dass diejenigen, die diese Attentate begehen, sehr oft junge Menschen sind, die eine gewisse Persönlichkeitsstruktur haben, die einen gewissen Parcours gemacht haben, einen gewissen Hintergrund haben, den man genau untersuchen muss. Wir werden natürlich die ersten Elemente auch des Profils dieses Killers in Nizza untersuchen. Wir werden gleich zur Debatte zurückkommen, aber erstmal wird Elmira Soulem die Fakten vor uns darlegen. Ein seltenes Bild. Der Staatspräsident kommt im Innenministerium an, mitten in der Nacht. François Hollande wird vom Krisenstab informiert. Gegen 4 Uhr morgens gibt er schließlich eine Erklärung ab. Frankreich ist erschüttert. Erschüttert von dieser neuen Tragödie, diesem grauenhaften Ereignis. Frankreich ist einmal mehr dem Terror ausgesetzt. 700 Kilometer weiter südlich in Nizza herrscht Entsetzen. Was tun? Nicht sie weg! Hier wird normalerweise gefeiert. Dutzende Leichen auf der Straße heute, Dutzende Todesopfer und viele Verletzte, Kinder, Frauen, Männer, Franzosen und Ausländer. Alle gekommen, um das Feuerwerk zu bewundern, um zu feiern. Alle hingemäht von diesem LKW. Er raste mit hoher Geschwindigkeit in die Menge, er ließ ihnen keine Chance. Der Fahrer versucht, möglichst viele Menschen zu töten, schießt sogar noch mit einer Pistole in die Menge und wird schließlich von Polizisten erschossen. Am Morgen stehen Einwohner und Touristen noch unter Schock. Frankreich ist kein sicheres Land mehr. Wenn das in Nizza passieren kann, kann es überall passieren. Die noch vorläufige Bilanz, mindestens 84 Tote, 188 Verletzte. Noch eine endlose Nacht des Grauens für ganz Frankreich. Also um die Debatte zu beginnen, erste Frage. Und ich richte mich da an Sie, Pierre Conesat. Frankreich ist noch einmal angegriffen worden. Das ist nicht das erste Mal. Wir haben in den letzten 4 Jahren einige solche Attentate erlebt. Warum wird eigentlich Frankreich insbesondere angegriffen? Und wie kann man vielleicht über die Betroffenheit hinaus auch einen gewissen Faden erkennen, ein gewisses Profil erkennen? Und ich meine, angesichts dieser gesamten Maßnahmen, die wir auch getroffen haben, um die Sicherheit zu erhöhen, wir haben gesehen zum Beispiel, dass die EM sehr gut gelaufen ist, aber just am Tag danach werden wir wieder angegriffen. Naja, wir kennen ja noch ganz wenige Fakten. Wir wissen gar nicht mal genau, warum der Täter so gehandelt hat. Wahrscheinlich, weil er salafistische Tendenzen hatte. Es gibt also noch keine klaren Elemente im Augenblick. Ja, man muss einfach vorsichtig sein bei dem, was man sagt, denn wir haben ja alle nur Hypothesen zurzeit. Aber was die Gründe für dieses Attentat anbetrifft, da kann man sagen, das hat sicherlich terroristische Ursachen bzw. Gründe. Damit kann man das jedenfalls erklären. Wenn man jetzt nicht während der Fußballmeisterschaft zuschlägt, dann macht man das einfach ein paar Tage später. Oder auch während der Festivals, die ja den ganzen Sommer in Frankreich stattfinden.
Terroristische Angriffe, die finden zu jeder Zeit statt und man reagiert einfach darauf. Und das konnte man hier kaum erkennen, was da passieren würde. Dass man einen LKW mietet, um damit Menschen umzubringen, das liegt eigentlich nicht auf der Hand. Und dass man auf dieser langen Uferstraße Gas geben kann, um Menschen umzubringen, na jetzt wird man vielleicht sagen, na klar, das war doch denkbar. Jean-Pierre Bouchon, bitte. Wir dürfen nicht vergessen, als der 11. September passierte, da wusste keiner, dass da Flugzeuge in Häuser reinfliegen würden. Ein paar Leute mit dem Cutter. Das war also praktisch eine Art Hypothese, mit der man arbeiten musste. Ja, natürlich. Oder selbst wenn es keine Hypothese ist, das gehört auf jeden Fall zu Möglichkeiten, die verwendet werden können. Und zwar, wenn man möglichst viele Menschen umbringen will, dann ist das durchaus geeignet. Und das entspricht übrigens auch der Propaganda im Internet von IS zum Beispiel. Da wird doch immer gesagt, wo ihr auch seid, verwendet die Mittel, um möglichst viele Menschen zu töten. Ein LKW ist ein LKW, ein Flugzeug ist ein Flugzeug, ein Cutter ist ein Cutter. Und jetzt kann man nicht sagen, dass das alles klar war und man das hätte wissen müssen, aber das passt. Ja, aber da gibt es auch einen riesigen Kontrast zwischen der Tatsache, dass wir zu den 5 bis 6 größten, mächtigsten Ländern der Welt gehören. Soldaten, Polizei auf der Straße, wir sind ein starker Staat und ein Mann allein mit einem Laster richtet so etwas an. Gehört das zu der Strategie der Terroristen hier, die Demütigung noch diesem Schmerz hinzuzufügen? Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, denn im Augenblick wird man sofort zu der Konklusion kommen oder die Schlussfolgerung ziehen, das sind Dschihadisten. Aber der deutsche Philosoph Hans Magnus Enzensberger hat zum Beispiel von einer Radikalisierung gesprochen. Es geht um frustrierte junge Menschen, die sozial ausgegrenzt sind, die beruflich ausgegrenzt sind und die deswegen aus einer Frustration heraus sich dieses Ziel setzen. Und deswegen versuchen sie auch. Ja, aber es gibt ja Leute, die die Jugendlichen instrumentalisieren. Eine terroristische Organisation, die schaden möchte und dann demütigt, indem sie junge, verlorene Leute auf unsere Streitkräfte schickt. Gehört das zu der Strategie von Daesh? Das ist eine Strategie vom Islamischen Staat, die ganz klar so auch ausgesprochen worden ist. Aber im Augenblick wissen wir noch nicht wirklich, ob dieser Lastwagenfahrer tatsächlich ein Anhänger dieser Strategie war. Es hat ja auch Aufrufe gegeben von Daesh, vom Islamischen Staat. Wir müssen jetzt erst einmal die Ermittlungsergebnisse abwarten. Dann wird sich möglicherweise auch ergeben, warum der Täter so gehandelt hat. Aber das passt schon durchaus zu den Anweisungen, die vom IS immer wieder vorgetragen werden. Und vielleicht noch Folgendes. Sie hatten ja die Frage gestellt, warum wir angegriffen wurden. Ist ja nicht nur der IS, der das macht. Das ist ja etwas, was wir schon seit den 90er Jahren kennen. Was haben wir denn zum Beispiel in Algerien gemacht? Warum Frankreich? Weil Frankreich ein Symbol ist? Also, als ich seinerzeit zuständig war für den Nachrichtendienst der Polizei im Jahre 1994, da waren wir die Kreuzritter. Da waren wir eine Kolonialmacht, deswegen hat man uns angegriffen. Das ist ja nur eine Fortsetzung dessen. Das ist ja nicht etwas, was erst seit gestern gegen uns gerichtet ist. Ja, Bruno Tartre, wir sind ja eine Gesellschaft, die für Sie interessant ist, für die radikalen Islamisten, weil hier ein multikulturelles Umfeld ist. Ich sag's mal so, wir sind eine interessante Gesellschaft, in Anführungszeichen, aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal aufgrund unseres traditionellen Laizismus und unserer Toleranz. Das ist natürlich nicht akzeptabel für Salafisten, gerade für die ganz Radikalen. Daesh und GIA. Es geht hier nicht nur um Nizza, sondern ich bringe einfach hier nur vom militanten Dschihadismus. Dann haben wir wahrscheinlich die größte Gruppe von Moslems in einem Land in Europa. Und deswegen sind wir natürlich ein Hauptziel des IS. Das ist ja auch einfach, uns anzugreifen. Man will einfach die Menschen gegeneinander aufhetzen, vielleicht sogar noch einen Bürgerkrieg provozieren. Und wenn möglich, und ich zitiere das, was IS sagt, die Moslems sollen wieder zurück nach Hause kommen und dorthin gehen, wo sie hingehören, also in den Nahen Osten. Das sind zwei ganz wichtige Aspekte, Laizismus, Toleranz einerseits und andererseits auch die Zusammensetzung, die Art der Gesellschaft bei uns. Das macht uns zum Ziel. Und unsere Vergangenheit ist nun mal das, was sie ist. Die haben wir uns leider nicht ausgesucht, diese Kolonialvergangenheit. Aber das findet man immer wieder in den Reden von IS. Aber an eins muss man doch erinnern, es hat sich noch niemand zum Attentat bekannt. Und wir reden hier die ganze Zeit von Ich
nur von Nizza, denn das ist eher allgemein zu verstehen. Um weiterzukommen, stellen wir uns doch erst einmal die Fragen zum Motiv und Profil des Killers. Der Staatsanwalt von Frankreich hat eine Pressekonferenz heute Nachmittag gegeben und hat erste Elemente preisgegeben. Ja, und wir werden den Staatsanwalt hören. Er sollte uns Antworten geben. Also, dass es ein LKW-Fahrer war, 31 Jahre alt, Tunesier. Aber wenn man ihm wirklich zuhört, bleiben mehr Fragen als Antworten offen. Wir hören ihm mal zu. Die Untersuchung wird klären, unter welchen Bedingungen es überhaupt möglich gewesen ist, dass derjenige diesen LKW bekommen konnte und diese Waffen überhaupt bekommen konnte. Wir müssen natürlich auch schauen, ob es Verbindungen gibt zwischen Mohamed Lawesh Boulel und kriminellen Organisationen, terroristischen Organisationen. Denn an eines möchte ich erinnern, es gibt noch kein Bekennerschreiben für dieses Attentat. Aber solche Maßnahmen, solche Angriffe sind genau das, was von diesen terroristischen Organisationen gefordert wird in ihren Aufrufen, in den Videos und auch in ihren Publikationen. Ja, wenn es Daesh wäre, hätten Sie schon bekannt? Ja, nicht unbedingt. Denn Jean-Pierre Pochon hatte sich ja schon geäußert zu dieser Aufforderung, dass jeder überall zuschlagen kann. Das führt dazu, dass eigentlich eine Bekennung zum Attentat erst danach kommt. Das ist ja eine dezentrale Vorgehensweise. Und wenn wir mal anschauen, uns, was im Januar letzten Jahres passiert ist, da hatten wir Koulibaly, der gesagt hat, ich gehöre zu Al-Qaida, und die anderen Attentäter haben gesagt, wir gehören zu IS. Aber da gibt es unterschiedliche Konkurrenzströme. Es besteht die Möglichkeit, Al-Qaim Situl, dass es überhaupt kein islamistischer Anschlag war. Jeder sagt, islamistischer Anschlag, weil der Präsident das heute Nacht gesagt hat, das ähnelt dem. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, dass es was anderes war, ein Irrer, ein Amokläufer? Ich glaube nicht, dass es einen islamistischen Hintergrund hat. Ich glaube, dass wir vielmehr da an die Schulmassaker in den Vereinigten Staaten denken müssen oder den Piloten von Germanwings, der auch viele Leute in den Tod gerissen hat. Aber Daesh, IS würde auf jeden Fall ein Bekenntnis abgeben. Nicht unbedingt. Sie glauben also nicht, dass es der Fall ist? Obwohl, also wir können uns noch nicht auf die eine oder die andere Seite des Arguments hier schlagen. Also der Killer ist im Augenblick erstmal jemand als Persönlichkeit zu betrachten, ja? Ja, selbst wenn Herr Setul recht hätte, das wissen wir ja noch gar nicht, wird das auf jeden Fall aufgefasst werden, ob man will oder nicht, als ein Attentat vom IS. Ja, einfach wegen des Kontextes, wegen der Herkunft des Killers. Es sei denn, es gibt plötzlich ganz andere Fakten, die auftauchen. Das weiß ich ja jetzt noch nicht, aber man wird es auf jeden Fall so verstehen wollen. Und das ist ja. Ja, aber wissen Sie, für Sie und für mich ist es nun mal leider so, dass der Eindruck entscheidet. Die könnten sich ja auch aus dem Nachhinein dazu bekennen. Ja, leider. Und das wäre ja schon eine Art Sieg für die Terroristen. Aufgrund des Datums auch, der 14. Juli, das ist ja kein Zufall. Es muss nicht unbedingt so gemeint gewesen sein. Man sucht einfach nur nach einem günstigen Zeitpunkt. Warum hat man jetzt zugeschlagen? Na, nicht unbedingt, weil das der Nationalfeiertag war, sondern weil das einfach ein Tag war, wo viele Menschen zusammengekommen sind. Ja, wir suchen das Symbol, die suchen nach der Möglichkeit. Ja, Yamin Situl, Ihrer Intuition nach wären wir hier mehrheitlich im Irrtum. Vielleicht können Sie das belegen, Sie sind ja ein Wissenschaftler. Ich glaube, dass die radikalen Leute vor allen Dingen anderen schaden wollen. Und da ist der 14. Juli und die Promenade des Anglais, das ist natürlich eine Strandpromenade, die sehr, sehr berühmt ist in Europa. Das ist wirklich auch der Archetyp des islamistischen Radikalen, des Losers. Also er muss ja nicht direkt in Verbindung mit denen stehen. Das ist doch organisiert worden. Das ist doch nicht ein Typ, der plötzlich alle umlegt mit seinem Auto, der plant das mit einem LKW, den er mietet. Naja, er war Lieferant. Jeder einer nach dem anderen, bitte. Ja, das ist ja kein Loser. Der ist verheiratet, hat drei Kinder. Ja, der hat vielleicht, lebt in Scheidung.
Entscheidung, aber... Manuel Valls hat sich da festgelegt, ganz klar, er hat es jetzt auch wiederholt. Es handelt sich seiner Meinung nach ganz klar und sehr wahrscheinlich um einen terroristischen Akt, der mit dem radikalen Islam zu tun hat. Das wissen wir noch nicht genau, aber ich bin auch nicht mit dieser Analyse einverstanden. Denn wissen Sie, alle, die möglicherweise am Rand der Gesellschaft stehen, die gehen doch nicht hin und bringen so viele Menschen um. Das ist doch geplant gewesen. Da hat es doch wirklich die Absicht gegeben, das zu tun. Das ist gemietet worden, der LKW, das sind mehrere Tage vergangen. Und wenn Sie sich umbringen wollen, dann müssen Sie nicht unbedingt 80 Leute mit in den Tod reißen. Ich sag's noch einmal, das gehört wirklich in dieses Muster des IS. Das sind Angaben, die gemacht werden vom IS. Ob jetzt der Terrorist oder dieser Mensch zu IS gehört, das weiß ich nicht. Das werden wir noch sehen. Die Untersuchung ist ja ganz am Anfang. Wir werden gleich weiter mit der Debatte machen. Olivia, Sie haben sich die Schlagzeilen, die internationalen Schlagzeilen angeschaut. Und fast alle großen internationalen Zeitungen sprechen über dieses Attentat. Aber es sind unterschiedliche Blickwinkel. Ja, und man muss natürlich auch noch bedenken, dass der Redaktionsschluss in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ist, deshalb auch die Reaktion unterschiedlich und zeitversetzt. Die europäischen Länder jedenfalls, da gab es sehr starke Reaktionen, insbesondere in den Ländern, die vom Terrorismus stark betroffen sind, England, Spanien, Belgien. Zum Beispiel haben wir die Times und Daily Telegraph mit dem Titel Massaker des 14. Juli in Belgien, titelt Le Soir, Horror in Nizza. Alle spanischen Tageszeiten wie El País zum Beispiel sprechen von einer Tragödie, wie auch die italienische Presse, nur La Repubblica setzt das Wort Terrorismus auf die erste Seite. Auch der Rest der ausländischen Presse hat sehr stark reagiert. Hier muss man, wie gesagt, an die Zeitverschiebung denken. 6 Stunden Unterschied in New York und Nizza. Die New York Times titelt Anschlag in Frankreich, LKW rast in die Menge. The Wall Street Journal titelt Terror an der französischen Riviera. Und man sieht immer wieder dieses Foto von dem LKW mit den Einschusslöchern und abgedeckte Körper der Menschen, die bei diesem Attentat gestorben sind. Ein Wort kehrt immer wieder, und das ist das Wort oder die Worte vielmehr schon wieder. Schon wieder Frankreich. Das schreibt das Journal de Montréal, ebenfalls New York Post. Pierre Conessa, warum Frankreich? Wir dachten, wir wären sicher. Wir haben doch diese Überwachungsoperation Sentinelle, den Ausnahmezustand, der jetzt schon so lange andauert. Warum Frankreich? Ja, ein Teil der Frage wurde von Bruno Tertrais ja schon beantwortet. Einfach, weil wir eine Zielscheibe sind in der Satanslehre der Salafisten. Ich spreche auch lieber von Salafisten als radikalen Islamisten. Das ist eine ganz abgegrenzte Gruppe aus Saudi-Arabien, gute Kunden von uns, aber das sollte man trotzdem sagen. Sie sprechen da von den kommerziellen Interessen Frankreichs, ja? Genau. Wir haben es heute mit einer Satanslehre zu tun, wo eben Frankreich und den europäischen Ländern sozusagen ja noch Flagge zeigt, was Laizismus anbetrifft und Toleranz. Und Laizismus, das ist Anti-Islamismus. Und dann sollte man auch noch berücksichtigen, dass wir eine Demokratie haben, die ja besonders starke Flagge zeigt im Kampf gegen den IS. Es sind ja praktisch keine anderen Länder außer Europa mehr, die gegen den IS kämpfen, außer Frankreich. Und das ist ja auch in Paris gesagt worden bei den Attentaten. Naja, wir greifen Paris an, weil unser Land bombardiert wird. Und weil wir Flagge zeigen, werden wir anfällig. So, bevor wir jetzt über den Kampf gegen Daesh im Ausland sprechen, möchte ich jetzt zum zweiten Teil gleich der Debatte kommen. Seit 4 Jahren hat Frankreich die Gesetze verstärkt, die antiterroristischen Maßnahmen verstärkt, ohne jedoch dieses Risiko vollständig beiseite zu schaffen oder auszulöschen. Welche Maßnahmen müssen noch zusätzlich ergriffen werden? Wir werden kurz nach diesem kurzen Zwischenbeitrag darüber sprechen. Keine 24 Stunden nach dem Anschlag von Nizza weicht der Schock bereits politischer Polemik. Christian Estrosi, Präsident der Region, wirft in den Medien Fragen auf. Wie konnte dieser Mann die Strandpromenade erreichen, obwohl die Küste von Polizisten überwacht wurde? Wie konnte der LKW trotz Sperre da ankommen? Wie viele Polizeikräfte waren vor Ort? Wir wissen, dass der Notstand noch ausgerufen ist. Was ist da passiert?
Seine Kritik richtet sich klar an die Regierung. Diese kündigte, wie um solchen Angriffen vorzubeugen, noch in der Nacht eine Reihe von Maßnahmen an. Nach Abschluss der Fußball-EM hätte die Zahl der Soldaten eigentlich auf 7.000 gesenkt werden sollen. Das ist jetzt hinfällig. Derzeit 10.000 sollen sie im Gegenteil noch aufgestockt werden. Ich habe ebenfalls beschlossen, die Reservisten in Polizei und Gendarmerie zu mobilisieren. Das heißt, all jene, die ehemals gedient haben in entweder Polizei oder Gendarmerie. Zudem kündigte Hollande an, Frankreich werde in Irak und Syrien noch mehr Angriffe fliegen, um den Terror an der Wurzel zu bekämpfen. Und der Ausnahmezustand wird verlängert. Ist das der richtige Ansatz? Gibt es Sicherheitslücken? Wie lassen sich weitere Anschläge verhindern? Jean-Pierre Pochon, nichts, denn diese Angriffe werden immer wieder stattfinden. Hat Christian Estrosi recht, hier die Sicherheit bei diesem Attentat zu hinterfragen? Oder bedeutet es, dass alles, was man in den letzten anderthalb Jahren gemacht haben, zu nichts genutzt hat? Das ist nicht eine Frage, sondern zwei Fragen. Zunächst einmal zum Thema Nizza. Ich kenne die Hintergründe nicht, aber man kann natürlich doch Folgendes fragen. Wenn wir hier eine Sicherheitszone haben, dann müssen auch entsprechende Mittel vorhanden sein, um das Ganze abzusichern. Das heißt, es kann doch nicht angehen, jedenfalls aufgrund meiner Erfahrung als Polizist in Paris und auch außerhalb, dass da Fahrzeuge durchkommen in einen Bereich, der abgesichert ist, der hermetisch abgeschottet ist. Etwa 30.000 Menschen auf der Promenade des Anglais. Also, Fehler. Gab es da Fehler? Das sage ich jetzt nicht, aber ich stelle mir doch eine Reihe von Fragen. Wie kann es denn sein, dass diese Zone nicht ausreichend abgesichert war? Jedenfalls hat ja dieser LKW das Ganze durchbrochen. Ja, wie hält man Laster an? Also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Spezialist für öffentliche Sicherheit, aber in Paris oder auch in anderen Städten, wenn man etwas absichern will, dann hat man entsprechende Mittel, dann werden Fahrzeuge quergestellt, Straßensperren errichtet, da kommt keiner durch. Ein Beispiel vielleicht, das einige von uns auch miterlebt haben. Gestern Abend in Paris, als man sich das Feuerwerk anschauen wollte, da musste man verschiedene Sperren überwinden. Und mir ist aufgefallen, es gab konzentrische Kreise, es gab verschiedene Absperrungen und ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen, in Nizza, wenn das genauso gehandhabt worden wäre wie in Paris, diese einzelnen Sperren zu durchbrechen, bis zur Masse vorzudringen, ohne dass die Polizei sofort reagiert hätte. Ich irre mich vielleicht, wie gesagt, ich bin kein Sicherheitsexperte, aber diese konzentrischen Kreise in Paris, die haben schon einiges gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Nizza auch so war. Und dann gibt es noch eine weitere Frage. Kann man ein zweites Nizza vermeiden? Das ist sicherlich eine taktische Frage. Und wie sieht es aus im Kampf gegen den Terror? Natürlich, man kann alles verbessern, aber es gibt keine Patentlösung. Es ist einfach bedauerlich festzustellen, heute Morgen in den Medien sieht man Politiker, die den Taschenrechner zücken und sagen, wir geben das ein und das kommt raus. Aber ich sage auch, schauen wir uns doch mal den parlamentarischen Untersuchungsbericht an, der vor zwei Wochen vorgelegt wurde, was jetzt die Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste, der Geheimdienste anbetrifft. Das ist interessant. Ja, aber man muss sich schon die Frage stellen, ob es nicht vielleicht eine Sicherheitslücke gab, denn Nizza hätte ja eigentlich vorbereitet sein müssen auf so eine Art von Anschlag. Es gab ja Sicherheitsmaßnahmen und Notfallübungen seit Anfang des Jahres mit dem Karneval von Nizza und der EM. Also da muss man sich die Frage schon stellen, Pierre Conessa, oder? Naja, hinterher ist man immer schlauer. Per Definition, der Terrorismus ist immer als erstes da und schlägt immer dort zu, wo es den geringsten Schutz gibt und wo die Medien am ehesten drüber berichten. Ein paar Beispiele, auch wenn ich jetzt hier niemanden inspirieren will, aber schauen Sie sich an, was es in der Sommerpause überall für Festivals gibt. Aber glauben Sie denn wirklich, dass man das alles absichern kann? Wir sind eine offene Demokratie und deswegen stellt sich die Frage, man kann natürlich ständig neue Maßnahmen ankündigen, aber was ist denn der politische Hintergrund dieser Angriffe? Das ist die Frage. Jean-Pierre Pochon? Ja, die Frage ist ja gestellt worden, ob wir etwas verbessern können. Also ich spreche hier, ich sage es noch einmal, als ehemaliger Verantwortlicher des Nachrichtendienstes der Polizei. Und wissen Sie, die Problematik heute ist doch für die Polizei, dass es unheimlich viele potenzielle Täter gibt.
die aktiv werden können. Und die einzige Möglichkeit ist, falls es eine Lösung gibt, dass diese große Anzahl gesenkt wird. Eliam, dieses Verhalten, kann man das dem vorbeugen? Das ist sehr schwierig. Er war ja auf keiner nachrichtendienstlichen Liste, er war nicht aufgefallen. Und deswegen muss man wirklich anerkennen, dass man da keine Lösung hat. Bruno Tertrais hat auch die politische Polemik, die Debatte bereits erwähnt. Verschiedene Politiker haben bereits gesagt, dass mit anderen Lösungen möglicherweise hier dieses Phänomen, man diesem Phänomen Herr werden kann. Und Alain Juppé hat sich auch geäußert. Ja, für viele wird er der nächste Präsident Frankreichs sein. Und er ist ganz bestimmt nicht als Demagoge bekannt. Aber heute früh auf dem Radiosender RTL sprach er von diesem parlamentarischen Bericht. Das ist ganz klar und auch vernünftig. Aber dann hat er etwas ganz Seltsames gesagt, dass es das Nullrisiko gibt. Ja, wenn alle Maßnahmen ergriffen worden wären, dann hätte es das überhaupt nicht gegeben. Aber wir wissen, dass es noch Sicherheitslücken gibt. Das hat auch der parlamentarische Untersuchungsbericht gezeigt. Wir brauchen einen starken Staat. Wir müssen auch eine Möglichkeit finden, um uns besser abzusprechen, um auch in Frankreich zu schauen, dass dort der Nachrichtendienst besser funktioniert. Da sind auf jeden Fall Verbesserungen notwendig. Ja, wir werden noch von diesem Bericht sprechen. Aber dieser Anfang des Satzes, Herr Pierre Connaissart, ist das gefährlich, wenn ein politischer Verantwortlicher sagt, dass es das Nullrisiko geben könnte? Nein, er sagt das in einem spezifischen Kontext. Er sagt, wenn man dies oder jenes gemacht hätte, hätte das Attentat nicht stattgefunden. Ja, wenn man das Attentat gesehen hätte, auf einen zukommen, dann hätte man es natürlich verhindert. Aber Entschuldigen Sie. Also ich rede von der politischen Warte aus, nicht von der nachrichtendienstlichen Warte aus. Und zwar, ist das ein richtiger Gedanke, dass man es hätte vermeiden können, oder ist ein gefährlicher Gedanke? Wir sollten einfach mal bei den Fakten ansetzen. Wissen Sie, a posteriori, und das ist ja auch eben von Bruno Tertrais gesagt worden, also jetzt sagen, wenn wir wirklich alles abgesichert hätten, dann wäre nichts passiert. Das ist, glaube ich, eine zu einfache Erklärung. Aber ich bin schon überrascht, dass man hier weiterhin von Terrorismus spricht. Das ist ja eigentlich nur ein Vektor. Eine Spezialagentur im Kampf gegen den Terrorismus zu gründen, das wäre, wenn man im Zweiten Weltkrieg nur gegen U-Boote gekämpft hätte. Das hilft doch nicht. Man muss auch an der politischen Wurzel anpacken. Die algerischen Unabhängigkeitskämpfer sind seinerzeit als Terroristen bezeichnet worden. Das war aber ein politisches Problem. Es gibt außerdem noch religiöse Komponenten. Ja, aber es gibt ja schon jede Menge Maßnahmen. Ausnahmezustand an erster Stelle, dann die Überwachungsoperation Sentinel. Da kann man sich schon fragen, ob das was nutzt. Ja, aber es ist doch auch gefragt worden danach, wie bekommt der IS sein Geld? Das ist sauberes Geld, was schmutziges wird. Nicht umgekehrt, das ist das Problem. Das heißt, dieses Geld, was den Terrorismus finanziert, das kennen wir erst, wenn wir den Endempfänger kennen. Unsere gesamten Kontrollsysteme, die gehen vom Gegenteil aus. Das heißt, man sagt, das ist Geld, das gewaschen wird. Und das versucht man abzugreifen. Wir können diese Finanzierung nicht unterbinden. Wenn das ein dschihadistisches Phänomen wirklich ist, und ich zweifle noch daran, dann stimme ich Pierre Connaissart zu. Das ist wirklich auch eine politische Frage. Wir müssen in Syrien und im Irak ansetzen. Dort müssen wir das Gleichgewicht wiederherstellen. Wenn wir Ihnen also zuhören und folgen, also der Ausnahmezustand ist seit November in Kraft und jetzt hat Präsident Hollande das nochmal um 3 Monate verlängert. Wir haben das Überwachungsprogramm Sentinel, die 10.000 Soldaten. All das bringt nichts, auch für die ganzen Franzosen. Lassen Sie mich noch einen Punkt ansprechen. Man zweifelt bei den Spezialisten wirklich an der Effizienz dieser Operation Sentinel. Diese 10.000 Soldaten, die man überall auf den Straßen sieht und vor den öffentlichen Gebäuden und Synagogen, wenn die nicht mehr da wären, glauben Sie denn, dass die französische Bevölkerung sich besser fühlen würde? Das ist einfach festzustellen, das ist einmal in Gang gesetzt worden, das jetzt zu unterbinden, das wäre wahrscheinlich besonders schlimm. Wobei die einzelnen operativen Maßnahmen durchaus kritisiert werden können. Ich glaube, es geht hauptsächlich um einen psychologischen Faktor und nicht so sehr um eine praktische Sicherheit. Es ist sicherlich nützlich, aber es ist psychologisch. Aber generell sind Sie also der Meinung von Georges Fenech, der heute gesagt hat, der Ausnahmezustand nutzt nichts? Nein, überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Das hat er genau so gesagt. Das bringt nichts im Kampf gegen den Terror. Das alles ist psychologisch. Das sind die Worte von Georges Fenech, dem Präsidenten des Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses zu den Attentaten 2015. Kann man also sich andere Maßnahmen vorstellen? Vielleicht, um das nochmal zu präzisieren, Georges Fenech, Mitglied der Republikanischen Partei, ist auch der Autor eines Berichts, der die gesamte Organisation bzw. den Wirrwarr zwischen den Nachrichtendiensten hervorgehoben hat in Frankreich. Er will da andere Strukturen fördern und er glaubt, dass sie sich vor allen Dingen gegenseitig in den Fuß schießen. Glauben Sie wirklich, dass das Problem ist, nämlich der Mangel an Artikulation zwischen den Nachrichtendiensten? Also es ist wie beim Monster von Loch Ness. Jedes Mal, wenn es ein Problem gibt, gibt es irgendwelche Fehler, die gemacht worden sind. Aber eine Einzelperson, die können Sie nicht aufhalten. In einer Demokratie, da geht es ja um Krieg. Und glauben Sie, wir kämpfen intern gegen den Terrorismus. Im Ausland führen wir Krieg, aber nicht im Innern Frankreichs, weil wir keine Zielscheibe haben. Wo sind denn unsere Feinde? Das ist also ein Mangel an nachrichtendienstlichen Erkenntnissen. Aber wissen Sie, es geht nicht, dass man enorme Strukturen bei den Nachrichtendiensten in die Welt leitet, die das alles lösen werden. Ganz im Gegenteil, man muss vor Ort in den Grauzonen intervenieren, auf örtlicher Ebene, in den Departements, auf nationaler Ebene und vielleicht auch international, aber vor allem bei uns zu Hause. Ja, und die Tatsache, dass man seit Anfang 2015 rekrutiert hat, ist das gut gewesen? Man weiß ja, dass es Leute sind, die gut ausgebildet waren. Es gibt ja bereits Einsatzkräfte, die auch funktionieren, aber das sind ja langwierige Maßnahmen. Sie stellen sich doch nicht vor, dass man irgendeinen Studenten plötzlich einstellt und der von heute auf morgen zu einem Superspion wird. Überhaupt nicht. Da braucht man Jahre dafür. Okay, Sie haben auf meine Frage geantwortet. Also wie ist das jetzt? Soll ich beruhigt sein oder soll ich zittern? Es ist wirklich interessant, weil es ist der erste Bericht, der gezeigt hat auch, dass Menschen von arabischem Hintergrund oder maghrebinischem Hintergrund sehr oft diskriminiert werden, wenn es darum geht, rekrutiert zu werden in den Nachrichtendiensten. Ja, also Entschuldigung, weil sie kulturell geeigneter wären, die mentalen Vorgänge zu verstehen oder nachzuvollziehen. Ja, ich glaube, wenn es darum geht, diesen Hintergrund zu erfassen, dann braucht man diese Menschen natürlich. Seit 30 oder 40 Jahren macht man das doch schon. Frankreich war da besonders innovativ und nach dem 11. September sind die Amerikaner sogar zu uns gekommen und wollten von uns lernen. Einmal Jean-Pierre Pochon, bitte. Ich war, als es die Attentate 1994 gab, in leitender Funktion. Da haben wir nordafrikanische Franzosen eingestellt. Das gibt es also schon ganz lange. Und jetzt hinzugehen, zu sagen, dass wir nicht solche Kräfte verwenden, die ein entsprechendes Spezialwissen haben und als Einsatzkräfte verwenden werden, das ist doch nichts Neues, das weiß doch jeder. Ja, Entschuldigung, aber die religiöse Radikalisierung in der französischen Gesellschaft war ja nicht die gleiche. Nein, das war sicherlich anders, aber wir haben auch schon damals als entsprechende Kräfte gebraucht. Denn nachrichtendienstliche Arbeit, das ist das. Wir müssen jetzt zum dritten Teil der Debatte übergehen. Ich möchte Ihnen danken. Emilien Setoul muss uns verlassen. Und innerhalb seiner Grenzen getroffen, bekämpft Frankreich den Terrorismus außerhalb der Grenzen, insbesondere in Syrien und im Irak, mit der Bombardierung der IS-Stellungen. Angesichts dieser militärischen Anstrengung muss man diese verstärken. Was sagt Präsident Hollande? Nichts. Nichts kann uns davon abhalten, gegen den Terrorismus zu kämpfen. Und wir werden unsere Aktionen in Syrien und im Irak noch weiter verstärken. Wir werden weiterhin diejenigen angreifen, die uns in unserem eigenen Land angreifen. Also guten Abend, Agnès Levallois. Sie sind also die Sonderberaterin für Nahostangelegenheiten für den Präsidenten. Und glauben Sie wirklich, dass man hier auf internationaler Ebene arbeiten muss, um eine politische Lösung für die syrische Krise zu finden, um den IS an den Wurzeln zu packen? Die Konsequenzen dieses islamischen Terrorismus haben wir ja gerade erlebt. Wenn Sie jetzt den Präsidenten hören, wenn er sagt, dass Frankreich jetzt die Bombardierungen intensivieren muss in Syrien und im Irak, stimmen Sie dem zu? Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Reaktion ist. Er musste ja gestern einfach reagieren. Er
Man musste sagen, dass wir den ISIS bekämpfen. Und die Armee bekämpft den ISIS seit Monaten. 4-5% der Luftschläge gehen auf unser Konto. Heute ist der Beitrag relativ klein. Das stimmt, der ist derzeit geringfügig. Aber wir müssen natürlich uns an dem Kampf beteiligen. Wir wissen, dass die Luftschläge alleine absolut nicht ausreichen. Nein, wir brauchen eine politische Lösung für diese Situation im Nahen und Mittleren Osten. Wir brauchen eine Lösung im Irak und in Syrien, damit diese radikalen Bewegungen wie der IS keinen Nährboden mehr haben. In dieser Erklärung, da wird ja nur ein kleiner Teil des Problems angesprochen. Und ich glaube, das ist einfach nur eine Reaktion, in der kommunizieren möchte mit dem Volk. Hier geht es also um Politik und Wahlkampf? Genau, und um nichts anderes. Er musste halt schnell reagieren. 2 Stunden später hatte natürlich noch nicht alle Elemente. Und er hat gesagt, einige Luftschläge mehr, das würde natürlich helfen und die Frage lösen. Aber meiner Meinung nach ist das völlig absurd. So können wir die Situation nicht analysieren und das müssten wir tun. Ja, aber glauben Sie nicht, dass so wie Pierre Conesa, dass Daesh sich rächen wird? Ja, natürlich wird das so sein. Diese Erklärung musste ja gemacht werden und das wurde auch so von uns erwartet. Und natürlich gibt es auch nicht viele möglichen Arten und Weisen, wie man reagieren kann. Natürlich müssen wir weiter bombardieren. Aber wenn wir den IS bombardieren, dann wird natürlich auch die Zivilbevölkerung darunter leiden. Ich sage nicht, dass wir nicht militärisch eingreifen sollen. Darum geht es nicht. Aber das reicht absolut nicht aus, diese Luftschläge. Nein, wir brauchen Bodentruppen. Aber das möchte natürlich niemand machen. Nur die Kurden tun das. Aber das reicht absolut nicht aus. Wir müssen also sofort sagen, dass wir die politischen Gründe angeben müssen. Ansonsten bringt das überhaupt nichts. Sie sagen also, dass sich die Botschaft an die Franzosen richtet und dass wir in eine Logik, in eine Art Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn reingeraten. Es gab ja einige IS-Kämpfer, die in den letzten Wochen und Monaten ums Leben gekommen sind. Wird da nicht Druck gemacht, auch von Präsident Hollande? Also wir wissen, wenn die Bevölkerung bombardiert wird, dann solidarisiert sie sich oft mit den angegriffenen Truppen. Das war ja auch schon im Zweiten Weltkrieg so mit den Deutschen, die sich mit den Nazis dann solidarisiert haben. Und ein Bombardement unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind. Wenn man sich anschaut, was im Gazastreifen passiert, da haben die Israelis 5 Kilo Bomben pro Quadratmeter abgeworfen haben. Hat das den Terrorismus erledigt? Das war ein strategischer Fehler. Also wenn Frankreich aufhören würde zu bombardieren, dann würden wir nicht mehr das Ziel sein, dieser Attentate, ja? Nein, überhaupt nicht. Man muss ja sehen, dass gerade Moslems sind, die zu den größten Opfern des Terrorismus gehören. Länder des Islams, Pakistan, Afghanistan. Und deswegen muss man uns Folgendes fragen. Ist es überhaupt gut, dass Frankreich heute ankündigt, dass wir noch mehr bomben sollen im Ausland? Und da bin ich durchaus der gleichen Meinung wie meine Kollegen hier. Ich verstehe nicht, warum das jetzt angekündigt wird und ich sehe auch nicht, was das zusätzlich bringen soll. Zweitens, ist es legitim, größere Militäroperationen im Ausland zu haben gegen IS? Da sage ich ja. Einfach auch, um zu verhindern, dass die Organisation weiter wächst. Die soll ja schrumpfen. Das heißt, sie hat dann weniger Mittel, also weniger Öl, weniger erpresstes Geld von der örtlichen Bevölkerung. Und zweitens, die Propaganda leidet darunter vom IS, denn sie verkauft sich ja selbst sozusagen als Winner. Das heißt, solange der IS gewachsen ist, stand es natürlich gut für ihn. Und das wurde auch entsprechend verkauft. Es gibt natürlich keine Patentlösung. Und deswegen stellt sich die Frage, ist unser Risiko größer, wenn wir bombardieren mit einem massiven militärischen Angriff, wie wir das schon seit 1,5 Jahren machen? Oder wenn wir das lassen. Ich glaube, es ist leider nicht zu vermeiden, trotz der Risiken. Das heißt überhaupt nicht, dass die Lösung in vielen nicht doch eine politische ist. Ich bin ganz einverstanden, was die Kollegin hier vorne sagt. Also es sind doch vor allem die westlichen Streitkräfte, die gegen den IS kämpfen. Und die Kurden? Ja gut, okay, die Kurden, das mag sein, aber die Saudis oder die Kuwaitis, die kämpfen mit ihren Truppen in Jemen. Frankreich hat vor einigen Wochen
Wochen bereits gesagt, dass die Bombardierungen bereits einen Effekt zeitigen würden, nämlich dass sie Kommandozentren auch getroffen haben, die möglicherweise auch als Ausgangsbasis dienten, um Attentate in Europa zu verüben. Ist das ein Argument? Frankreich hat sich an diesen Bombardements beteiligt und damit auch Kommandozentren getroffen. Wenn das so ist, umso besser. Das ist natürlich sehr schön. Natürlich muss man sich vor allem darauf konzentrieren, diese Kommandozentren zu treffen. Das ist sehr wichtig. Aber wenn man schaut, was gestern in Nizza passiert ist, bisher gibt es kein Bekennerschreiben, das stimmt. Aber wir sehen, dass dieser Terrorist, diese Person, die dort im LKW saß, ich bin nicht sicher, dass wir vom Kommandozentrum in Raqqa beispielsweise einen Anruf bekommen wird und diese Person gesagt bekommt, du musst jetzt auf die Promenade des Anglais gehen und die Leute angreifen. Nein, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir versuchen da krampfhaft eine Verbindung zu finden, die eventuell gar nicht da ist. Es gibt natürlich die Propaganda des IS und die sagt, jeder gute Muslime muss Ungläubige killen, ob Franzosen oder Amerikaner. Das ist ein Ding. Aber zu sagen, dass es wirklich diese direkte Verbindung gibt, ich glaube, das ist falsch. Und jetzt zu sagen, wir werden den IS stärker bombardieren, das ist allein psychologisch, um die Bevölkerung zu beruhigen. Natürlich stehen die französischen Behörden sehr stark unter Druck, sie müssen Maßnahmen treffen. Und dann gibt es ja auch den Wahlkampf, der demnächst ansteht. Ja genau, und deswegen sind ja diese Maßnahmen notwendig. Aber das alles ist völlig schwachsinnig. Das bringt überhaupt nichts, wenn wir nicht den Irakis und den Syrien ein Signal aussenden, um zu sagen, es gibt zwar den IS, aber wir werden ihn bekämpfen, wir werden eine politische Lösung suchen für den Nahen und den Mittleren Osten. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Das alles ist doch auch nur die Konsequenz der Einwohner der Amerikaner, die 2003 im Irak waren. Die Bevölkerung vor Ort ist doch das erste Opfer des IS. Das ist doch ganz klar, auch wenn wir auch die Opfer sind. Man muss die Gesamtsituation betrachten und nicht nur ein Einzelaspekt. Ja, das, was Agnès Levallois sagt, stimmt. Aber gleichzeitig denke ich an die Leute, die uns heute zuschauen. Mehr als 80 Leute sind in Nizza getötet worden. Und das Maß der Trauer wird erst klar werden, wenn Namen, Gesichter und Geschichte der Opfer bekannt werden, wie beim Bataclan. Der Nahe Osten ist weiß, Daesh ist kompliziert, Syrien ist weit, aber mittlerweile sterben wir hier. Jean-Pierre Pouchon, Sie sind ja der Experte im Nachrichtendienst. Glauben Sie, dass die französische Gesellschaft sich daran gewöhnen kann, so zu leben und in ihrer Einheit zu widerstehen? Das ist eine sehr schwere Frage. Alles ist möglich, zum Beispiel auch möglich, dass plötzlich eine Explosion stattfindet und das Chaos ausbricht. Einige befürchten das, dass sich eben die einzelnen Gemeinschaften bekämpfen. Patrick Calvin, das ist der Chef des Inlandsgeheimdienstes, nicht wahr? Genau, des Inlandsgeheimdienstes hat ja sich entsprechend geäußert vor dem französischen Parlament, hat diese Möglichkeit angesprochen. Also gegen Terrorismus. Ja, dass die radikalen Kräfte zunehmen. Er sprach davon der extremen Rechten, aber alles ist denkbar. Gemeinden, die gegeneinander antreten dann? Ja, das wurde uns ja auch vorhergesagt nach den Anschlägen im Januar und im November, dass die französische Gesellschaft zerbrechen würde. Also ich finde, wir haben Widerstandskraft bewiesen in Frankreich. Wir haben gezeigt, dass wir zusammenstehen. Aber es hat sich doch einiges seit Januar geändert. Denn zum ersten Mal wird der Feind benannt. Der Premierminister hat von Salafisten gesprochen, nicht von radikalen Islamismus, Salafismus. Das ist eine Bewegung des Islams, dagegen muss man vorgehen. Und man muss auch sehen, dass Salafismus und Front National gemeinsam gewachsen sind. Zwei extreme politische Einstellungen, ideologische Einstellungen, die aber ja eigentlich die gleiche totalitäre Vision der Gesellschaft vertreten. Ja, entschuldigen Sie, aber 30% der Franzosen wählen zu Recht oder Unrecht den Front National. Das vergleichen Sie mit einer Bewegung, die jetzt 84 Menschen getötet hat. Ja, es reden alle über das Wachstum des Front National. Aber man darf doch nicht vergessen, um was es hier geht, was der Hintergrund dafür ist. Pierre Conissard, für viele Menschen ist der Front National eine radikale republikanische Bewegung. Pierre Conissard, es ist auf jeden Fall eine legale Partei, nicht wahr? Aber warum redet man sich dann so ein auf den Front National? Wir haben hier 80 Tote in Nizza, die auf das Konto vielleicht des Salafismus geben. Das ist natürlich viel schwieriger. Aber noch Folgendes. Heute werden ja
ja, 90% der Opfer des Terrorismus, das sind Moslems. Pakistan, Afghanistan, Irak, da haben wir die meisten Opfer. Das sind Moslems, islamische Länder, wir sind ganz hinten in der Liste. Und solange man nicht politisch kämpft gegen die Ursachen, und da sollten wir auch entsprechende Möglichkeiten abwarten, was dann in Syrien vielleicht noch passiert, da sehen wir ja, die Kluft zwischen Schiiten und Sunniten, da können wir nichts dagegen ausrichten. Das heißt, das muss sich ändern. Also die Moslems sind die ersten Opfer dieses Terrorismus, ja? Ja, ganz einverstanden mit dem, was gesagt worden ist, dass wir also nicht als Priorität das Militär verwenden sollten. Das kann man tun, aber das ist nicht das Wichtigste. Dann sollte man sehen, dass ja auch in Europa sich einiges getan hat. Schauen wir nach Österreich, Präsidentschaftswahlen oder Brexit. Da sieht man, dass die meisten Menschen alles in einen Topf werfen. Das heißt, sie sehen die Flüchtlingswellen auf der gleichen Ebene wie Terrorismus, wie Islamismus. Das führt zu einem politischen Molotow-Cocktail. Und ich hoffe nicht, dass das dazu kommen wird. Bin einverstanden mit dem, was Olivier Giscard gesagt hat. Aber die französische Gesellschaft hat bisher recht gut reagiert. Und das ist auch gut. Ich hoffe, das wird sich nicht ändern. Denn dieser Molotow-Cocktail überall in Europa, der ist besorgniserregend. Das ist vor allen Dingen, was gewisse Politiken angeht, sehr, sehr neuralgisch, nicht wahr? Ja, die Flüchtlinge werden natürlich immer weiter nach Europa strömen. Solange es in Syrien und im Irak keine Lösung gibt, werden die Leute weiterhin zu uns kommen. Wenn man der lokalen Bevölkerung keine Lösungen aufzeigt, wenn sie den Krieg erleben, dann versuchen sie natürlich mit allen Mitteln nach Europa zu kommen und zu fliehen. Deswegen weise ich ja auch darauf hin. Wenn es keine politische Lösung gibt, dann wird die Bevölkerung nicht zu Hause bleiben können. Darum müssen wir uns kümmern. Ein letztes Wort von Ihnen? Die einzigen Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen, sind die Golfstaaten. Das sollte man vielleicht doch wissen. Und das zeigt, dass es eine regionale Lösung geben muss, eine politische Lösung. Das heißt, man muss die Länder mit einbeziehen. Naja, aber es ist besser, wenn sie Flüchtlingslager bei sich zu Hause finanzieren und nicht in der Türkei. Ganz herzlichen Dank allen Vieren. Das ist das Ende dieser Sonderausgabe von 28 Minuten. Vielen Dank dafür, dass Sie dabei geblieben sind. Nachfolgend ein Fernsehfilm. Und wir geben Ihnen Rendezvous nächsten Montag um 20:15 Uhr. Auf Wiedersehen.